Hallöchen Leute, übrigens, The Car Crash Review ist wie Tennis spielen im Schnee. Und schaut mal da hinten, Jan ist ehemaliger Tennisprofi. Er will jetzt nicht angeben, aber er spielt schon ziemlich gut Tennis. Und jetzt geht's los mit meinem Review. Viel Spaß dabei. Willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie und wie man unschwer erkennen kann, sind wir heute in Skandinavien, genauer gesagt in Finnland und haben für euch heute den ultimativen Wintertest bei minus 5 Grad mit dem Cupra Born hier jetzt mit 58 Kilowattstunden fassendem Akku und 231 PS. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran, abonniert auch hier den Kanal, würde mich tierisch freuen. Hier gibt es nämlich jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Und was werden wir gemeinsam machen? Wir werden darüber sprechen, wie weit kommen wir jetzt mit dem Born in dieser Akkuvariante hier bei minus 5 Grad und vor allem werden wir auch ein bisschen, ja, Jessie und Jan in Gefahr heute gemeinsam spielen, denn ich werde hier durch den Schnee fahren und bin gespannt, wie er sich so schlägt. Falls ihr darauf Lust habt, jetzt dranbleiben und dann gehen wir erstmal los und schauen uns jetzt etwas genauer an. Kommt mit! Hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner und zwar ist es GoLeasy. Das machen die, die vergleichen für euch unter verschiedenen Leasinganbietern, unter anderem auch meinauto.de und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Warum lohnt sich das jetzt hier vor allem beim Cupra Born? Weil ihr von einer Förderung von bis zu 10.000 Euro profitiert, beziehungsweise von einer Dienstwagensteuer von 0,25%, bedeutet ihr bezahlt im Vergleich zu einem Verbrenner nur ein Viertel, was ziemlich gut ist. Und jetzt ist natürlich interessant, wir haben euch ja schon viele Borns vorgestellt bei uns auf dem Kanal, einmal in Spanien, einmal bei uns im Schwarzwald im Wintertest und da habt ihr alle geschrieben, ach Schwarzwald ist doch gar nicht richtig kalt, ist doch gar kein richtiger Wintertest und dann haben wir gedacht, machen wir es doch mal in Finnland, oder? Wir haben minus 5 Grad. Ich bin sehr gespannt, wie weit wir heute kommen werden, wie er sich im Winter schlägt. Wir haben jetzt hier einen Heckantrieb und wir haben vor allem hier diese E-Boost-Variante mit 231 PS und 310 Newtonmeter maximalem Drehmoment plus dem adaptiven DCC und auch verschiedenen Fahrmodi. Also es wird ein großer Spaß. Aber erstmal sprechen wir jetzt über die Optik. Und die Front ist super sportlich. Vielleicht ist noch ganz wichtig zu wissen, der steht jetzt auf dem MEB, genauso wie auch der ID3. Wettbewerber wären beispielsweise die Renault Zoe oder auch der BMW i3. Also da gibt es relativ viel im Wettbewerb. Und jetzt sprechen wir mal vielleicht über die Optik. Hier vorne angekommen erstmal sehr viele kupferfarbene Elemente. Auch die Lippe hier unten ist nochmal kupferfarben. Der sieht deutlich sportlicher aus als der VW ID3, viele schreiben ja auch, er sei der schönere ID3. Ich persönlich finde das auch, aber ich möchte jetzt nicht so viel über meinen Geschmack sprechen. Hier sehr schick eingelassen nochmal das Cupra in Lettern. Hier oben dann auch das große Cupra-Logo. Und wir haben jetzt hier serienmäßig immer LED-Leuchten. Es gibt leider kein Matrix-LED-Licht, was ich ein bisschen schade finde. Was würde das machen? Das würde beispielsweise den Gegenverkehr abblenden, aber auch Schilder anblenden und ihr würdet permanent mit Fernlicht fahren. Das gibt es aber hier leider nicht als Option. Hätte ich mir noch gewünscht. Sonst aber von vorne eine sehr schöne Optik. Sehr schöne Farbe jetzt hier auch. Passend bzw. sehr gut harmonierend jetzt mit dem Kupfer. Und wenn wir in die Seite gehen, geht es natürlich darum, was hat er jetzt für Ausmaße. Der ist 4,32 Meter lang, 1,81 Meter breit und 1,54 Meter hoch, hat einen Wendekreis von 10,15 Meter, was mega gut ist für die Stadt, aber jetzt hier auch ganz angenehm war, weil kleiner Wendekreis ist natürlich immer gut und ein CW-Wert von 0,27. Wichtig jetzt bei dem Born, der ist immer Hinterrad angetrieben, den gibt es nicht als Allradversion. Vielleicht driften wir nachher auch noch ein bisschen, ich bin gespannt, könnte ja hier ganz gut funktionieren. Und ihr habt jetzt hier eben in dieser E-Boost-Variante noch ein adaptives DCC und immer eine Progressivlenkung serienmäßig mit dabei. Wenn wir uns jetzt die Seite anschauen, vor allem die Felge, haben wir jetzt hier die Wahl zwischen 18, 19 oder 20 Zoll Felgen. Hier haben wir jetzt schöne 20 Zoll Felgen optional. Die 58 Kilowattstunden fassende Variante beginnt auch immer bei 19 Zoll. Hier jetzt auch aerodynamisch optimiert, heißt teilweise geschlossen mit kupferfarbenen Elementen. Die Radkästen sind jetzt hier lackiert und ein schickes Element hier an der Seite ist,
Das, was ihr hier seht, das finde ich richtig cool. So eine leichte Seitenverbreiterung, so eine Seitenschwellerverbreiterung und so einem kleinen Schwung nochmal. Und interessant ist jetzt, wo sitzt eigentlich der Akku? Der sitzt jetzt hier sehr tief im Unterboden, wird beim Fahren später einen sehr guten Schwerpunkt geben. Und wir haben hier eine nahezu ideale Gewichtsverteilung von 50% vorne und 50% hinten, eben dadurch, dass der Akku auch sehr tief sitzt. Und wenn wir jetzt gemeinsam nach hinten gehen, geht es natürlich darum, dass wir da auch noch über die Optik sprechen. Sehr schick hier an der Seite nochmal so ein kleines Designelement. Das gibt es jetzt immer beim Born. Könnt ihr euch auch nochmal im Detail anschauen. Und wir haben hinten dann auch nochmal LED-Leuchten, Finlets und so einen kleinen Dachkantenspoiler. Durchgezogene Leuchte jetzt. Hier unten dann auch nochmal das Cupra-Logo. Hier öffnet ihr dann den Kofferraum, habt ihr ja gerade gesehen. Und vielleicht schaut ihr euch noch kurz den sportlichen Diffusor unten an. Hier mit so Finlets. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ist er jetzt für euch schöner als der ID.3 oder nicht? Freue mich auf die Diskussion mit euch. Vielleicht gehen wir noch kurz rüber und sprechen erst über das Laden, bevor wir uns den Kofferraum ansehen. Ihr könnt den jetzt mit bis zu 120 kW laden. Die kleine Version geht dann bis zu 100 kW. Die 77 kWh fassende Akkuversion geht dann mit bis zu 125 kW. An der Wallbox bis zu 11 kW, da ist er dann in ungefähr 6 Stunden 20 voll. Oder eben in 35 Minuten mit bis zu 120 kW. Und an der Stelle würde ich gerne auf unseren Kooperationspartner Next Level Energy aufmerksam machen. Was haben die? Die haben den Nick eShop. Da bekommt ihr mit dem Code TheCarCrush einen Rabatt von 25 Euro ab 150 Euro. Da bekommt ihr unter anderem Wallboxen, aber auch eben Energiespeicherlösungen wie Photovoltaikanlagen oder so. Jetzt machen wir hier mal zu, schauen uns noch den Kofferraum an. Ungefähr 300 bis 1200 Kilo Liter Erfassungsvermögen haben wir jetzt hier. Schaut mal hier rein. Einmal hier eben so einen doppelten Ladeboden, den wir rausmachen können. Ich zeige euch das mal in Ruhe. Einmal hier mit so einem Filz drüber. Könnt es aber auch andersherum machen und hier diese Fläche nutzen. Vor allem, wenn man dreckige Schneeschuhe hat, ist das praktisch. Hier haben wir jetzt die verschiedenen Ladekabel drin. Und jetzt klappen wir hier noch die Rückbank um. Einmal hier, einmal da. Wir können jetzt hier noch die Hutablage abmachen, dass ihr das gleich besser seht. Muss man immer mit ein bisschen Gewalt machen. Und jetzt einmal hier, einmal da. Und jetzt seht ihr hier eben die 1200 Liter Fassungsvermögen. Das ist gut. Man kann damit auf jeden Fall zwei Kinderwägen transportieren oder auch einen Großeinkauf machen oder auch vielleicht mal bei IKEA vorbeischauen. Als nächstes schauen wir uns jetzt gemeinsam die Rückbank an. Schauen, wie viel Platz ich hinten habe. Vielleicht noch hier kurz einen Blick drauf. Sehr wichtig, wie hier die Verarbeitung ist. Die ist in Ordnung, wir haben jetzt hier relativ viel Haarplastik. Hier hätte ich es mir vielleicht ein bisschen besser gewünscht. Hier ist also eine kleine scharfe Kante. Aber sonst gut verarbeitet. Wir gehen jetzt gemeinsam auf die Rückbank. Ich bin 1,64 Meter klein oder groß. Und dann schauen wir mal, wie viel Platz ich da hinten habe. Erstmal, wie einfach kann man jetzt hier die Rückbank umklappen? Sehr einfach. Ich gehe mal auf die andere Seite. Und dann schauen wir mal, wie jetzt hier der Einstieg ist. So, Einstieg ist auch mit meinem Mantel gut. Warum habe ich hier eigentlich so viel Dreck? Naja, gut. Einstieg ist hier gut. Hat nach oben hin ausreichend Platz, nach vorne hin auf jeden Fall. Ja, zwei Fäuste. Der Sitz ist jetzt hier sehr weit nach vorne gestellt. Der ist jetzt auf Jans Größe eingestellt. Und wir haben jetzt hier so ein richtig schönes Alcantara. Darunter dann auch nochmal so kupferfarbene Elemente. Hier außen dann sowas, was sich anfühlt wie Neoprenstoff. Sehr angenehm auf der Haut. In der Mitte jetzt hier auch noch eine Mittelarmkonsole, finde ich auch sehr gut. Und vor allem haben wir hier auch noch eine Durchreiche. Wir haben hier zwar einen Heckantrieb, aber ihr könntet damit auch rein theoretisch Skifahren gehen. Wir werden jetzt auch nachher schauen, ja, wie er sich im Schnee so schlägt, ob es dann wirklich auch ausreichend ist, vor allem hier in der Performance-Variante. Da vorne dann zwei USB-C-Anschlüsse. Kein hoher Mitteltunnel hier, bedeutet, man kann auch relativ komfortabel in der Mitte sitzen. Ich zeige euch das jetzt mal. Sieht ganz gut aus und als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns mal noch die Tür an. Hier haben wir dann ein sehr schickes Muster an der Seite. Türöffner gefällt mir auch wirklich sehr gut. Hier ein bisschen Haarplastik, hier auch Haarplastik. Aber das ist okay in dem Segment und es ist vor allem robust, schön verarbeitet. Hier an der Seite dann auch nochmal so ein schönes Muster, was man übrigens auch in den Leuchten vorne wiederfindet. Jetzt komme ich mal mit euch raus. Ich frage mich echt, warum ich meine Jacke da so dreckig gemacht habe. Wir sprechen jetzt gemeinsam noch über die Motoren. Ich mache dafür mal die Motorhaube auf. Wir schauen mal, ob es einen Frunk gibt oder auch nicht. Ich weiß es ja natürlich, aber ich möchte es euch zeigen. Wir machen hier mal auf.
Und nein, es gibt keinen Frunk. Bisschen schade, aber ihr habt ja gesehen, hinten haben wir auch ausreichend Platz für die Ladekabel. Und jetzt ist wichtig zu verstehen, drei Akkuvarianten habe ich euch ja schon erzählt, 45, 58 oder 77 Kilowattstunden. Die kleinste Variante hat dann 150 PS. Dann gibt es die Variante noch mit 204 PS oder eben hier in der Performance-Variante mit 231 PS, 310 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Das sind 2,8 Sekunden auf 50 und in 6,6 Sekunden auf 100. Bin gespannt, ob wir hier mal durchbeschleunigen können. Ich hätte auf jeden Fall ziemlich viel Lust. Fährt von Max 160 km/h und verbraucht ungefähr 16 bis 17 Kilowatt. Ich weiß gerade nicht, warum Jan sich so schön dahin beugt. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Was wir jetzt als nächstes machen, ist hier vorne das hier mal wieder rein. Wir gehen jetzt gemeinsam in den Innenraum. Da zeige ich euch noch das Infotainment-System. Wir werden dann auch noch darüber sprechen, inwieweit sich die verschiedenen Fahrmodi anpassen, wie da die Leistung gedrosselt wird oder eben auch nicht. Wir haben hier auch eine Boost-Funktion und anschließend gibt es noch ein kleines Fazit und ich werde euch verraten, was der kostet. Kommt mit! So, ich zeige euch jetzt den Innenraum. Ihr seht schon, ich habe hier eine Rudolf-Nase bekommen. Es ist echt ziemlich kalt. Der arme Jan steht jetzt noch draußen. Aber er kommt gleich rein und fahren wir hier gemeinsam durch den Schnee. Erstmal schauen wir uns jetzt aber hier gemeinsam die Sitze an. Ich stehe total auf dieses Alcantara in dem Grau hier. Dann wieder diese kleinen kupferfarbenen Elemente. Leicht perforiert eben, dass man hier drunter dann das Kupfer sehen kann. Isofix haben jetzt hier auch sehr dicke Seitenbacken, die aber weich gepolstert sind. Und jetzt schaut euch mal diese integrierte Kopfstütze an mit Cupra-Logo. Hier dann auch nochmal eine Öffnung. Das ist schon eine richtig gute Verarbeitungsqualität. Wenn wir jetzt hier den Blick weiter runter wandern lassen, haben wir hier auch noch so eine Verlängerung für die Kniekehlen und ein großes Highlight, schaut mal, wir haben da nämlich noch eine Sitzmassage. Man kann da draufklicken und dann wird von hinten massiert. Vielleicht lassen wir Jan nachher massieren, wenn er jetzt schon heute den ganzen Tag so lieb mich in der Kälte filmt. Und jetzt schaut mit mir mal gemeinsam in die Tür. Da haben wir jetzt wieder Alcantara bei der Armauflage. Die Tür sieht sehr gut verarbeitet aus. Noch ein kleines kupferfarbenes Element. Und schaut mal, wir haben hier eine Ambientebeleuchtung mit dabei. Die können wir in verschiedenen Farben einstellen. Zeige ich euch dann gleich hier im Innenraum. Türöffner ist auch schön integriert und unten ausreichend Platz für eine große Flasche. Übrigens bekommt ihr hier auch optional noch ein Glasdach für ungefähr 1000 Euro dazu. Das haben wir jetzt hier leider nicht. Dafür aber einen dunklen Himmel hier oben. Sehr schön. Und hier oben dann auch nochmal LED-Leuchten. Genauso wie auf der Rückbank, die per Touch funktionieren. Sehr innovativ eben. Und als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns jetzt hier mal das Cockpit noch an. Soft Touch hier oben. Also es ist eine sehr angenehme gummiertes Material hier. Lüftungsdüsen mit Kupfer. Hier dann auch nochmal ein Handschuhfach mit ausreichend Platz. Hier haben wir jetzt extra für den Schnee so Cupra-Matten drin, damit wir da mit unseren dreckigen Schuhen nichts kaputt machen. Und hier in der Mittelkonsole haben wir wieder dieses Neopren, was ich sehr angenehm auf der Haut finde. Passt auch total gut zu dem Kupfer. Wenn ich jetzt hier aufschiebe, haben wir hier auch zwei Cupholder. Und schaut mal, ich zeige es hier rein, ich zeige es in die andere Kamera rein. Mega cool, sieht so ein bisschen aus wie so ein Carbon-Look, ist sogar zum Teil Carbon und hat auch noch so kupferfarbene Elemente drin. Das ist mal ein schöner Schlüssel, oder? Hier vorne weiter haben wir dann noch eine induktive Ladefläche, da noch ein bisschen Platz, was zu verstauen mit zwei USB-C-Anschlüssen da unten. Jetzt mache ich hier aber wieder zu, hier auch nochmal so Alcantara auf der Armauflage. Wird jetzt sagen, Jan kommt mal rein, ich mache hier mal die Sitzheizung hier vorne rein. Sitzheizung draufgedrückt in drei Punkten. Jetzt komm mal her, damit hier auch wieder ein bisschen wärmer wird. Und wir schauen uns das Lenkrad an. Wir haben jetzt hier das Superheldenlenkrad, wie Jan es immer nennt, unten abgeflacht. Haben jetzt hier das Cupra-Logo mit drauf. Da können wir dann auch gleich die verschiedenen Modi bzw. auf der Seite hier besprechen, machen bei der Fahrt. Hier haben wir dann auch viele verschiedene Einstellungen bei so einem kleinen Touch, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man hier auf View klickt, kann man sich hier nämlich verschiedene Dinge anzeigen lassen. Hier auf OK gibt es eben OK. Das ist aber eine Gewöhnungssache. Also es ist wirklich hier per Touch. Man kann hier dann eben auch durchklicken und hier auch lauter und leiser machen, was ich gut finde. Schaut mal, da vorne seht ihr dann eben mit so einem slidenden Bewegungen funktioniert das. Ist okay, ihr könnt auch hier lauter und leiser machen. Ich persönlich hätte mir aber eher einen Drehregler gewünscht. Das ist wirklich was, was ich hier drin vermisse. Sonst haben wir jetzt hier auch keine Schallpedal. Aber was interessant ist, wenn ich jetzt das Lenkrad hier verstelle, schaut mal, geht das Display vorne mit. Bedeutet, ich habe nie das Problem, dass ich mir das Lenkrad vor das Display stelle, sondern es bleibt eben immer in der richtigen Position. Haben hier dann den Gangwallhebel, werden wir dann auch gleich bei der Fahrt drüber sprechen. Hier dann übrigens die Einstellungen fürs Licht. Schön integriert im Sichtbereich, auch hier nochmal eine Lüftungsdüse. Schaut mir hier auch nochmal schön die Ambientebeleuchtung. Ich finde das echt klasse. Als nächstes würde ich aber sagen, besprechen wir vielleicht
das Infotainment-System und da gibt es ein paar Sachen zu entdecken. Das ist hier jetzt erstmal die Home-Ansicht, die man sich auch konfigurieren kann, indem man hier länger drauf drückt. Dann kann ich mir beispielsweise den E-Manager sofort als erstes reinmachen. Ein kleines Highlight, wenn man hier draufklickt, schaut mal, gehen hier die Leuchten an von dem Born, finde ich irgendwie mega süß. Und hier haben wir eben eigentlich das Wichtigste, was ich euch jetzt zeigen möchte. Erstmal die Assistenzsysteme haben wir jetzt hier, für teilautonomes Fahren Level 2 haben wir alles. Ihr seht jetzt hier übrigens auch einen Spurhalteassistenten, einen Travel Assist. Bedeutet, er hält die Spur, hält den Abstand zum Vordermann und kann auch gleichzeitig die Geschwindigkeit halten, was eben die Fahrt auf der Autobahn sehr angenehm macht, auch wenn man nur vor max 160 km/h fahren kann. Aber ich finde es trotzdem auch ein autobahngeeignetes Auto. Hier sind wir jetzt nicht so viel Autobahn gefahren, hier geht es ja um Schneefahrten. Und es geht auch darum, dass wir jetzt hier verschiedene Drive-Profile haben bei der Boost- bzw. bei der Performance-Variante. Was bedeutet das? Wir haben einmal Range, da haben wir ein bisschen mehr Reichweite, da vorne ändert sich das eben immer. Komfort. Seht ihr, wird schon ein bisschen weniger. Performance und Cupra, da könnt ihr euch eben immer anschauen und das passt sich auch eben in der Reichweite an. Und was ist jetzt interessant? Ja, Jan, zeigt es euch mal, Dankeschön. Bei Range haben wir jetzt eine Drosselung, da haben wir nämlich nur 105 kW, bei Komfort und Performance haben wir nur 150 kW und bei Cupra haben wir dann eben die 170 kW, also die 20 kW zusätzlich Boost, was dann eben die 231 PS und 310 Newtonmeter bedeutet. Was stellt sich jetzt hier alles ein? Wenn wir in die Konfiguration gehen, seht ihr jetzt, wir haben jetzt hier serienmäßig das adaptive DCC dabei und es geht noch straffer als Cupra, noch schwächer als Komfort, also man kann sich das hier in diversen Stufen einstellen. Die Lenkung geht eben auch in Komfort oder Performance. Der Motor, Komfort, Performance, Range und Cupra. Das ist das, was ich euch gerade erklärt habe mit der Leistungsdrosselung. Komfort, Performance, Cupra beim ACC und die Klimatisierung kann man eben auch anpassen. Super interessant, werden wir gleich bei der Fahrt mehr drüber quatschen. Hier habt ihr noch den E-Manager fürs Laden, habt hier dann eben Routinen, die ihr auch noch einplanen könnt. Hier nochmal alle wichtigen Informationen, könnt hier auch noch den verschiedene Einstellungen machen, zum Beispiel auch Battery Care Mode, den ihr jetzt hier einstellen könnt, inklusive Erklärung. Und hier ist jetzt die Ambiente Beleuchtung, die man einstellen kann, individual. Da gibt es jetzt sehr viele Farben, die wir auswählen können. Ist die Frage, wo ihr es seht, vielleicht da drüben, schaut mal, Car Crash Orange, jetzt sehe ich leider nicht, wo ich klicke, könnt sehr viele Farben reinmachen. Hier drüben schaut ihr vielleicht mal, hier dann nochmal ein Pink, genau, ein Grün. Ein Blau, also hier gibt es echt diverse Möglichkeiten, das einzustellen, finde ich wirklich super. Und schaut mal, eine wichtige Sache, ihr könnt es jetzt einmal hier, vielleicht sieht man es hier unten, und einmal hier einstellen, auch da unten die Farbe, wahrscheinlich ist es jetzt leider hier noch zu hell. Aber das ist für mich auf jeden Fall ein großes Highlight, hier wird aufs Detail geachtet und hier habt ihr jetzt nochmal eine sehr schöne Grafik, wie dann hier der Born nochmal reinfährt und man hat vor allem hier, zack, diese schicke Grafik, um hier die ganzen Einstellungen zu machen. Eine wichtige Sache noch, wenn wir auf Klima gehen, haben wir jetzt hier die Klimatisierung. Da sehen wir dann auch, woher der Luftstrom geht. Wir haben auch iClimate, bedeutet, ich kann jetzt hier einfach auf Hände wärmen klicken, beispielsweise auf Füße wärmen. Also es funktioniert dann auch alles und ist vor allem auch für mich verständlich. Und wir haben hier jetzt eben auch Aircare-Klima. Ich mache das jetzt hier mal wieder aus, damit das jetzt nicht hier so laut rauscht. Funktioniert super easy alles. Einzigster Kritikpunkt ist, dass dieses Element hier nachts nicht beleuchtet ist. Das ist ein bisschen schade. Das hätte ich mir gewünscht, aber jetzt würde ich sagen, machen wir hier mal wieder zu. Jan kommt jetzt dazu und wir fahren jetzt hier gemeinsam durch den Schnee. Ich habe richtig Bock, ich hoffe, ihr auch. Kommt mit. Habt ihr meine Einleitung gesehen? Im Hintergrund nur Jan Crash Review. Ich bin richtig stolz auf dich. Du bist mein Tennisprofi. Tennisprofi der Herzen. Das ist richtig peinlich. Aber wir lassen es drin. Das ist ein authentischer Kanal. Hier gibt es keine Fake News. Ist halt auch wirklich so passiert. War auch nicht gestellt. Was auch nicht gestellt ist, ist Jessys Fahraufnahme jetzt hier im Schnee. Ich habe ein bisschen Angst. Und jetzt schauen wir mal. Ich hab vorhin echt geheult vor Lachen. Wir starten jetzt hier vorne unseren Born. Und erstmal kann man hier eben auf Start drücken. D, dann ist man vorne im Drive-Modus. B, seht ihr auch hier vorne nochmal im Cockpit, falls ihr da nicht immer euch verrenken wollt, um darüber zu schauen, sind wir im Rekuperationsmodus. Aber eine Sache noch, bevor es losgeht, Rückfahrkamera findet ihr hier. Die ist jetzt halt ein bisschen schmutzig, es hat jetzt auch angefangen zu schneien. Aber was ich großartig finde, einmal, guckt mal, kann man hier so zurückfahren und sieht dann auch eine 360-Grad-Kamera. Und wir haben auch noch so Hilfslinien, die mitlenken. Das heißt, ich mache mir hier auch nicht die schönen 20 Zöller kaputt. Rückfahrkamera schmutziger als Jessys Humor. Okay, so, wir gehen jetzt in D, in Rekuperationsmodus fahren wir erstmal nicht los. Und
Jetzt geht es ja darum, dass wir hier die Performance-Variante haben. Performance-Variante bedeutet 231 PS und vor allem eine Beschleunigung von 6,6 Sekunden auf 100. Huch, jetzt mache ich hier aber so den Schnee vielleicht mal weg. So, jetzt haben wir es. Was ich cool finde, erstmalig bei Cupra gibt es jetzt da vorne auch noch ein Head-Up-Display. Da kann ich mir jetzt die Geschwindigkeit, die ich gerade anfahre, anzeigen lassen, wie schnell ich fahren darf und eben auch noch die Reichweite. Habt ihr aber auch nochmal hier, beziehungsweise eben dann auch noch die Navi da drin. Und jetzt geht es ja drum, wir haben den Heckantrieb. Bedeutet, wir können jetzt hier auch ein bisschen driften, das ist jetzt hier auf der Straße. Nee, machen wir nicht hier. Straße natürlich relativ schwierig, aber was ich jetzt direkt merke, wir haben einen ziemlichen tiefen Schwerpunkt und eine echt gute Gewichtsverteilung. Und ich bin verwundert, dass der sich jetzt hier so gut im Schnee und vor allem auf dem glatten Boden schlägt, oder? Ja, hoffentlich schlägt er sich nirgends hin. So wie du. Aber, ja. Aber der liegt wirklich ganz gut auf der Straße hier mit Schnee. Guck mal, eine Cupra-Fahne da vorne. Und hier jetzt ist alles. Im Head-Up-Display habe ich AR. Ah, hat es mir angezeigt, dass ich da jetzt bitte mit der Navigation abbiegen soll. Also es ist wirklich ein AR-Head-Up-Display. Was echt ziemlich krass ist, weil es mir damit so Pfeilen, die übrigens sehr schön designt sind, anzeigt, wo ich überall hinfahren kann. Jetzt sind wir hier auf einer asphaltierten Straße. Jetzt sprechen wir vielleicht mal über die verschiedenen Modi. Wir sind jetzt hier vielleicht erstmal in, fangen wir an, in Range. Range bedeutet... Jetzt sind wir im Cupra-Modus. Ups, habe ich nochmal. So, jetzt Range. Jetzt sind wir im Range-Modus und das bedeutet, dass hier eben die Leistung weggenommen wird. Wir haben hier nur 105 kW. Die Klima machst du jetzt mal an in Range, dann haben wir ein bisschen weniger Reichweite, aber dafür einen warmen Po. Und auch die Newtonmeter werden ein bisschen gedrosselt. Wenn ich jetzt aber hier beispielsweise in Komfort gehe oder auch in Performance, haben wir eben 150 kW Leistung und in Cupra haben wir dann eben den vollen Boost. Und wenn ich jetzt hier mal so drauf drücke, ja, geht gut ab. Krass, die Beschleunigung ist mit 6,6 Sekunden auf 100 auch echt ein Wort. Was sagst du dazu? Du fährst zu schnell. Wir sind in Skandinavien. Da werden wir eingesperrt, wenn wir zu schnell fahren. Nur ein bisschen zu schnell. Ja, finde ich schon. Aber eigentlich geht es ja eher darum, wie verhält das sich jetzt auf Schnee. Deswegen ist ja eigentlich fast blöd, dass wir jetzt hier auf Asphalt sind. Okay, ne? Ja. Vielleicht, lass den da hinten mal überholen. Ja, lass den mal überholen. Gerne, ja. Ich würde gerne eine mal durchbeschleunigen. Ja. Und ich finde tatsächlich, dass der ja nur mit dem reinen Heckantrieb trotzdem ganz gut auf der Straße so, liegt. Ich bin in Cupra und drücke jetzt mal aufs Gas. Nice! Nice! Ja, jetzt machen wir nicht zu schnell hier, aber geil! Das geht nach vorne und Performance funktioniert halt irgendwie auch, ne, bei einem Elektroauto. Das geht auch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit sind wir jetzt hier bei unserem Alltagstest gekommen? Das waren 250 Kilometer. Angegeben ist er ja eigentlich mit 420 Kilometer nach WLTP. Das ist jetzt ja, 200 Kilometer weniger als angegeben. Ist aber eigentlich ganz normal bei den Außentemperaturen. Man kriegt hier optional auch noch eine Wärmepumpe für 1000 Euro dazu. Was sagst du dazu? Bei unserem Alltagstest daheim war es ja ähnlich, ne? Jessie ist so aufgeregt, sie redet brutal schnell. Leute, ich kann ja gar nicht richtig folgen. Was sage ich wozu zur Reichweite? Klar, ja, wenn es halt ja, kälter ja, ja, ist, frisst so ein Auto einfach ein Elektroauto Reichweite. Das muss man wissen, das muss man erklären. Beschleunigung linear ist gut. Sollen wir für euch Rekuperation noch erklären? Habt ihr da Lust drauf? Erstmal gehen wir hier vorne auf B, sind im Rekuperationsmodus und schaut mal hier, haben wir jetzt so eine schöne Anzeige. Blau bedeutet, ich gebe Gas, also ich gebe Energie aus und wenn ich jetzt runter vom Gas gehe, wird's grün, heißt rekuperiert. Und Jan darf jetzt erklären, was Rekuperation bedeutet. Wir haben kein Gas, wir haben quasi nur Vorwärtsgang. Ja. Aber das ist halt schon so ein geflügeltes Wort wie Tempo. Rekuperation bedeutet, dass der Elektromotor andersrum als Generator dient und den Akku, der hier tief im Unterboden liegt, wieder auflädt. Der tiefe Schwerpunkt beim Auto, den finde ich echt beeindruckend, weil ja, die Dynamik hier drin, die ist da. Eine Sache noch zur Reichweite. Wir haben ja hier nicht den größten Akku, den man wählen kann. Es gibt ja auch noch die Option, den 77 Kilowattstunden fassenden Akku zu wählen. Da habt ihr dann eine Reichweite von über 500 Kilometern. Da wird es dann hier auch im Schnee wahrscheinlich eher Richtung 300 Kilometer gehen. Man hat ja die Wahl. Man kann auch den ganz kleinen Akku bei Cupra nehmen mit 45 Kilowattstunden. Also es ist wirklich je nach Bedürfnis
eigentlich passend, was ich ganz gut finde. Man muss ja auch keinen großen Akku in der Stadt fahren, wenn man jeden Tag nur 20 Kilometer pendelt und daheim laden kann, da reicht dann auch der kleine Akku und ist auch besser für die Umwelt. Daheim, sagt sie immer, ist badisch. Eine Sache ist mir noch wichtig, uns hat jemand angegriffen bei unseren Reviews im Schwarzwald, weil er hat gesagt, alles hier mit minus 5 Grad ist kein Wintertest. Erst ab minus 25 Grad. Jetzt fahren wir hier nach Finnland, Lappland, irgendwas, und es hat nur minus 1 Grad. Frage an euch, ist es jetzt ein richtiger Wintertest? Wie kalt muss es denn noch sein für einen richtigen Wintertest? Ich habe mir hier den abgefroren. Warum liegt hier eigentlich so viel Schnee? Das Weihnachtsmann wohnt hier, der Santa Claus. Das ist ja das offizielle Briefzentrum, Postzentrum für Weihnachtsmann. Weltweit. Eine Sache würde ich jetzt noch gerne mit euch machen, und zwar beschleunigen wir jetzt noch gemeinsam in Range durch, einfach, dass wir den Vergleich haben, also wirklich mit ganz gedrosselter Leistung und ja, trotzdem schnell. Hinten ganz gute Traktion, ne? Ja, ja, voll. Trotzdem ganz schnell. Ja, zu schnell. Zu schnell. Hat keiner gesehen. Schneller als Rentiere. Ich hoffe, ihr seht es jetzt noch. Wir haben hier auch den Spurhalteassistent integriert. Seht ihr das, dass da nochmal so eine Assistentin, dass hier nochmal so eine Linie mit angezeigt wird? Sehr, sehr cool. So, willst du noch was sagen? Fazit. Und dann hoffe ich, dass ich nicht mehr stürze heute. Kommen wir jetzt leider schon zum Ende dieses Videos, aber war das nicht ein ultimativer Wintertest? Diesmal jetzt auch mit Schnee und wirklich minus 5 Grad. Jetzt machen wir erstmal hier den ultimativen Wintertest, ob ich hier runterkomme. Ich bin wirklich leider nie eine gute Skifahrerin gewesen und auch im Schnee war ich immer die, die dann ja ausgerutscht ist. Naja, aber jetzt sprechen wir über den Cupra Born. Ist der jetzt winterfähig? Ja, ist er. Natürlich haben wir jetzt hier eine deutlich reduziertere Reichweite im Vergleich zu der, die nach WLTP angegeben ist. 420 Kilometer sind ja angegeben. Wir sind jetzt insgesamt zu 250 Kilometer weit gekommen. Aber als Elektroautofahrer weiß man das. Und wenn man daheim eine Wallbox hat, dann ist es auch gar kein Stress, weil man kann den dann laden. Muss natürlich, wenn man längere Strecken, vor allem im Winter fahren möchte, auch mit den gewissen Ladezeiten rechnen. Aber ich finde, das ist absolut okay. Jetzt ist natürlich die Frage, Hinterradantrieb oder braucht man Allradantrieb? Natürlich wäre Allradantrieb in manchen Situationen ein bisschen besser gewesen, in der Version jetzt hier, aber hatten wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Man kann auch mit dem driften. Wir haben jetzt hier die Performance-Variante. Ich finde die mega. Und vor allem ist jetzt die große Frage, Cupra ist ja eine Designmarke, also für mich zumindest. Ist er jetzt schöner als der ID.3? Ja, oder? Also ich finde schon, es ist natürlich was Spezielleres. Schöner ist er für mich, aber es ist meine persönliche Meinung. Man muss auf das Kupfer stehen. Man muss auch darauf stehen, dass er jetzt ein bisschen sportlicher aussieht. Aber ich finde, es ist eines der schönsten Elektroautos, die es derzeit auf dem Markt gibt. Jetzt ist natürlich die Frage, Infotainment-System ist super. Wir haben auch hier das adaptive DCC dabei. Der hat sehr viel Performance, aber was kostet der denn jetzt hier in der Variante? Und der beginnt bei 38.600 Euro. Das klingt jetzt erstmal viel, aber ich habe euch ja eingangs schon gesagt, ihr profitiert von einer Förderung von bis zu 10.000 Euro. Bedeutet, die könnt ihr hier auch voll förderfähig abziehen und dann liegt ihr bei einem Preis von 28.000 Euro, was wirklich gut ist für das, was ihr hier bekommt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch das wert wäre und schaut doch gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Was machen die? Die vergleichen für euch unter ganz verschiedenen Leasinganbietern wie meinauto.de und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Abonniert gerne den Kanal, würde mich tierisch freuen. Dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, Freunde.